Servus YouTube-Gemeinde, mein Name ist Ralf Streipert, ich bin von der Otto Christ AG und ich möchte heute euch was über Waschstraßen erzählen. Was ist wichtig, auf was müsst ihr achten, was ist aus Sicht von Betreibern wichtig, damit ihr keine Fehler macht und dass euer Waschergebnis in Zukunft besser wird. Das Social Media Team ist da, glaube ich, kreuz und quer durch den Wald gefahren. Ralf, ja. Schau mal, wir haben noch die super Waschstraße in der Münchner Straße mit Formulein, Pipapo. Also wenn, dann wird es da richtig sauber. Kriegen wir hinter. Okay, machen bis heute wir. Abend. Ja, danke, danke, tschüss. Bis dann, tschüss. Aktuell bin ich bei der Firma AutoJet, einer Schwestergesellschaft der Otto Christ AG beschäftigt, die über 20 Waschstraßen in ganz Deutschland und im angrenzenden Ausland betreibt. Somit kann ich, glaube ich, sagen, dass ich mich ganz gut auskenne und euch den einen oder anderen Tipp mitbringen kann, mitgeben kann. So, liebe YouTube-Gemeinde, herzlich willkommen an unserer kleinen, hochmodernen Anlage in Memmingen. Ihr habt gesehen, das Auto, was wir momentan haben, ist äußerst schmutzig. Ist natürlich für jede Waschstraße oder jede Portalanlage eine kleine Herausforderung. Ich möchte euch jetzt mal kurz die wichtigen Stellen zeigen, auf die ihr achten könnt, dass der Betreiber ordentlich sauber machen muss. Wenn wir jetzt hier auf der Seite anfangen, fangen wir mal bei den Radkästen an. Ihr könnt euch vorstellen, die schauen innen drin natürlich relativ dreckig aus. Die Bürste kommt nicht rein. Das heißt, das ist Arbeit vom Vorwäscher. Der muss da ordentlich reinspritzen, damit das Zeug sauber wird. Wenn wir an die Heckpartie gehen, gibt es zwei, drei prägnante Stellen. Das ist einmal immer an der oberen Heckpartie. Unter den meisten Spoilern kommt die Bürste auch nicht optimal hin. Das heißt, der Vorwäscher muss auf jeden Fall sein Vorwaschbürstli nehmen und das da ordentlich sauber machen. Die nächsten Punkte sind immer um die Kennzeichenhalter und dann nachher diese Heckpartie hier unten. Ist halt immer, je nachdem, wie die Anlage eingestellt ist, greift die Bürste ordentlich rein. Müsst ihr auch hinterher immer kontrollieren, ob das ordentlich sauber ist. Der nächste Punkt sind die Spiegelbereiche. Die Spiegel sind normalerweise immer bei den Autos in den Waschstraßen eingeklappt, um Schäden zu vermeiden. Hier müsst ihr besonders darauf achten, dass in diesem Bereich auch ordentlich vorgewaschen wird. So, das nächste Wichtige ist immer da, wo eure Scheibenwischer sind. Ihr seht es hier gut bei dem verdreckten Auto. Unter den Scheibenwischern hat sich sehr viel Dreck angesammelt. Das kriegen wir natürlich nur raus, indem man dort ordentlich vorwäscht. Eine Bürste alleine wird es nicht schaffen. In der Waschstraße dürft ihr natürlich eure Scheibenwischer nicht anmachen, um irgendwelche Schäden zu vermeiden. Im Frontbereich ist wieder einmal um den Kennzeichenhalter interessant, dass es ordentlich sauber gemacht wird und dann nachher unten diese Lippen. Ja, da müsst ihr wirklich darauf achten, dass dann der Vorwäscher mit einer Bürste euer Auto ordentlich sauber macht. Und dann sollte einem guten und positiven Waschergebnis nichts mehr entgegenstehen. Hier drin oder hier draußen ist es wirklich kalt. Ich muss jetzt unbedingt eine Jacke anziehen, sonst erfriere ich. So Leute, kommt mal kurz mit. Ich möchte euch schnell ein Schild zeigen, auf dem wir euch die wichtigsten Waschhinweise kurz zusammengefasst haben. Andreas, wenn du mal kurz drauf filmen könntest. Diese Schilder findet ihr meistens bei allen Waschanlagen irgendwo ausgehängt. Manche größer, manchmal kleiner. Die wichtigsten Dinge sind für euch, was fahrt ihr für ein Auto? Ja, vielleicht fährt der eine oder andere mal mit einem fremden Fahrzeug, dann solltet ihr euch vorher kurz informieren, wie ich gewisse Assistenzsysteme ausschalte. Was passiert zum Beispiel, wenn der Regensensor angeht, ja, und ihr in der Waschanlage seid? Die Anlage wird da sicherlich den Scheibenwischer mitnehmen. Schaut, dass die Spiegel eingeklappt sind, dass die Antennen eingefahren sind. Schaut, dass keine Handbremse an ist. Bei den neumodischen Fahrzeugen müsst ihr immer gucken, wie man das deaktiviert. Ja, weil sonst steht er nachher mal schräg in der Anlage und das wollen wir möglichst vermeiden. Also nochmal kurz zusammengefasst, bitte immer im Vorfeld schauen, bevor ihr irgendeine technische Anlage benutzt. Vielen Dank. So, damit wir das jetzt mal live testen, was ich euch gerade erklärt habe, fahren wir jetzt mal durch die Anlage. Und wir hoffen natürlich, dass unser Vorwäscher das Auto von unserem Chef wieder hervorragend sauber kriegt, weil sonst hat das Social Media Team ein richtig dickes Problem. So, ihr seht, er bürstelt jetzt das Auto vorne schön sauber. Diese prägnanten Stellen, die immer Schwierigkeiten bereiten, um die Spiegel
vorne um den Nummernschildhalter. So, und dann geht's in die Anlage rein. Hier seht ihr jetzt schon mal die Schaumwolle aus Sicht vom hinteren Kunden. Nachher sieht man natürlich gar nichts mehr, wenn das Auto komplett mit Schaum bedeckt ist. Beim Einweisen müsst ihr immer darauf achten, was euch der Einweiser für Zeichen gibt, ob ein bisschen links oder rechts, weil wir mit einem Plattenförderer durch die Anlage gezogen werden. Man sieht es. So, und dann müssen wir das Auto bei Automatikfahrzeugen natürlich auf N stellen, damit wir nicht einfach die Rolle verlieren. So, nach der Schaumwall kommen wir zu unserem Blasterbogen. Der Blasterbogen ist dazu da, dass man den Lack porentief reinigt. In dem Fall spülst die ganzen kleinen Schmutzpartikel aus den Lackbeschädigungen raus, die man natürlich mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Danach kommen wir zu unserem Turbo Jet Flex Hochdruckbalken, der nach vorne und hinten angerichtete Hochdruckdüsen hat, das nochmal das komplette Fahrzeug abspült. Danach, ihr seht, es geht rot an, der Protect Shine Bogen. Protect Shine heißt eigentlich nichts anderes, wie dass wir in diese ausgefüllten Mikrorisse eine Art Schutzschicht aufbringen. Es füllt quasi die Lücken, kann man immer sagen. Und das Ganze muss natürlich einmassiert werden, hier mit unserem Evo 1 Portal. Drei Bürsten, eine Dachbürste und zwei Seitenbürsten. Und nach diesem kommt der Alpinwachsbogen, hier in Orange dargestellt. Vorher wird das Auto klargespült, dass die ganzen Chemie- und Dreckrückstände nochmal runtergespült werden. Und dann wird quasi das Alpinwachs aufgetragen, was dann nachher diesen sogenannten Schutzfilm um den Lack legt. So, und dann sind wir schon im Trocknungsbereich. Hier seht ihr bei uns einen Aeroflex 4 Trockner mit zwei Dachdüsen. Ihr seht, keine Angst, ich bin gleich oben, also da braucht ihr auch nicht bremsen und nichts. Einfach nichts machen, durchfahren, warten, bis die Düsen nach oben gehen. Anschließend kommen wir wieder zu einer Evo 1 Station. Hier werden dann die restlichen Mikroperlen, die der Aeroflex 4 nicht ganz runterbringt, ihr seht es da, nochmal weggetrocknet. Und anschließend nach diesem Evo-Portal müsst ihr einfach warten. Jede Waschstraße hat irgendwo eine Ampel oder irgendwo eine Erkennung, wann ihr ausfahren dürft. Bitte so lange warten, bis diese Ampel oder die Erkennung euch sagt, jetzt ausfahren. Wir haben das in der Variante mit Wait und Go. Ganz klar, bei Wait warten, bei Go wird grün und dann könnt ihr ausfahren. Und dann ist der Waschprozess abgeschlossen. Unser Auto ist gewaschen, wir sind zufrieden, ich hoffe unser Chef auch. Ich hoffe, ihr hattet heute etwas Spaß, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen, ihr konntet was lernen. Wenn ihr Fragen zu diesem ganzen Thema habt, dann dürft ihr uns das gerne in irgendwelchen Kommentaren mitteilen. Ihr dürft gerne mitteilen, wenn ihr andere Sachen sehen wollt, wenn ihr mal noch mehr hinter die Kulissen schauen wollt. Unser Team wird dann ein neues Video dazu bereitstellen. Wenn euch das Ganze aber so überzeugt hat, dass ihr dann selber mal Hand anlegen möchtet und noch weiter reinschauen möchtet, dann könnt ihr gerne euch auf unserer Karriereseite www.christ-karriere.de bewerben. Oder wenn ihr jetzt nach dem Video sagt, ihr wollt eine Waschstraße kaufen oder irgendeine Polaranlage oder Zubehör, dann könnt ihr das auf www.christ-ag.com tun. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Euer Ralf. Tschüss, macht's gut.